Guck mal hier, das sind einige der heißesten brandaktuellen KI-Tools, die ihr alle lokal bei euch installieren könnt. Mit AudioCraft könnt ihr zum Beispiel ungewöhnliche Geräusche generieren. Hier, Krümelmonster isst Kekse beim Fernsehen. Oder mit ModelScope aus Fotos Videos machen. Oder mit FaceFusion Gesichter in Videos austauschen. Oder hier mit RVC könnt ihr Freddie Mercury Adele-Lieder singen lassen. Wirklich richtig spaßiges Zeug. Ich muss zugeben, dass ich da bei der Recherche stundenlang mit dem Ganzen rumgespielt habe. Und der Spaß endet auch nicht, denn jeden Tag kommen neue Tools raus. Aber wenn ihr schon mal solche brandaktuellen KI-Tools ausprobiert habt, dann wisst ihr, dass das so gut wie immer mit Getippe auf der Kommandozeile und Gefummel mit irgendwelchen Python-Versionen bedeutet und man ständig irgendwelche kryptischen Fehlermeldungen bekommt, weil irgendwas fehlt oder irgendeine Abhängigkeit nicht erfüllt ist und da irgendwas anderes nicht genehm ist. Ja, und jetzt kommt's. Ich habe bei der Installation all dieser am Anfang erwähnten Tools nicht einmal irgendwas auf der Kommandozeile eingegeben, sondern alles mit maximal 2 Mausklicks installiert. Und zwar ganz egal, ob auf Linux, Windows oder macOS. Möglich macht's Pinocchio, ein sogenannter KI-Browser. Richtig gutes Ding, bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von NordPass. Ihr kennt das vielleicht. In eurer Firma müsst ihr ständig irgendwelchen Zugängen und Passwörtern hinterherrennen. Beziehungsweise, wenn ihr selbst eine Firma habt, ist das alles mit viel Aufwand verbunden, die Daten irgendwo sicher zu hinterlegen. NordPass Business kann das nun alles für euch erledigen. Ein Ort, wo ihr Accounts, Passwörter, Kreditkartendaten, persönliche Infos und alles andere Wichtige sicher verstauen könnt. Einmal eingeloggt, kann man sich dann zum Beispiel im Browser das Passwortfeld automatisch ausfüllen lassen, also zumindest mit den Daten, die man nutzen darf, denn wer Zugang zu welchen Daten hat, das kann man komfortabel in der User-Verwaltung festlegen. Verschlüsselt ist das Ganze mit XCHAR20 mit Zero-Knowledge-Architektur. 3 Monate kostenlos ausprobieren könnt ihr das, wenn ihr auf https://nordpass.com/ct3003nord geht und dann den Code ct3003nord verwendet. Werbung Ende. Also das ist ein Fakt. So gut wie alle aktuellen Open-Source-KI-Tools gibt es in Form von Python oder sonst was Skripten, die oft auch noch schlecht dokumentiert beim Open-Source-Code-Online-Dienst GitHub liegen. Und hat man keine Python-Erfahrung, kann das ziemlich schnell überfordern. Aber sogar mit Python-Skills rennt man oft gegen irgendwelche Wände, weil Tool XY wieder eine ganz bestimmte PyTorch oder sonst was Version einfordert. Und dagegen ist nun Kraut gewachsen. Pinocchio, das sich selbst etwas seltsam KI-Browser nennt, aber das Ding ist eigentlich gar kein Browser, sondern ein Tool, was automatisiert KI-Tools installiert. Und zwar fein säuberlich abgeschottet voneinander, so dass ihr nicht, wenn ihr irgendeine Komponente für ein Tool updatet, das Problem habt, dass ein anderes Tool dann auf einmal nicht mehr läuft. Also kurzer Einschub. Ja, klar, ich habe auch schon mal von virtuellen Python-Umgebungen gehört, womit ihr das Problem natürlich auch manuell lösen könnt. Aber das Stichwort ist manuell. Pinocchio macht das alles automatisch. Bevor ich jetzt ans Eingemachte gehe, ein wichtiger Disclaimer. Pinocchio ist eine-Person-Projekt. Entwickelt hat das ein Mensch namens Cocktail Peanut, der oder die auch schon Dali gemacht hat. Eines der ersten Tools, mit dem man große Sprachmodelle lokal laufen lassen konnte. Darüber hatten wir auch schon mal ein Video gemacht und inzwischen gibt es dafür bessere Tools als Dali, zum Beispiel GPT-4all. Ja, und Cocktail Peanut ist anonym. Ich habe die Erdnuss mal auf X angeschrieben und freundlich nach den Hintergründen gefragt und Cocktail Peanut hat zwar nett geantwortet, aber wollte auf weitere Fragen nicht sagen. Ist ja auch völlig okay, wenn man anonym bleiben will, gibt ja gute Gründe dafür. Aber das macht natürlich die Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit etwas schwierig. Euch muss klar sein, Pinocchio führt Code aus auf eurem Rechner, Pinocchio lädt selbstständig Code nach und ja, da können natürlich schlimme Dinge passieren. Aber Pinocchio ist Open Source und die Installationsskripte für die KI-Tools ebenfalls. Man kann sie also auf GitHub relativ genau angucken, was da passiert. Trotzdem, ich habe euch zumindest gewarnt. So, wie wird das jetzt installiert? Ja, super einfach. Auf pinocchio.computer gehen, dann auf Download, dann euer Betriebssystem auswählen, downloaden, ja, und unter Windows einmal entpacken, dann die Pinocchio Setup-Exe ausführen, Windows Smart Screen meckert dann einmal, da
könnt ihr beherzt auf weitere Informationen klicken und dann hier trotzdem ausführen. Ja, und dann wird das installiert. Habt ihr macOS, klickt ihr hier auf Download für M1 bzw. Intel Macs und dann einfach das DMG doppelklicken, wie üblich auf Anwendung ziehen, aber dann müsst ihr noch einmal auf Patch Command rechtsklicken und öffnen klicken. Einmal Systempasswort eingeben, okay, ihr könnt alle Fenster schließen. Habt ihr Linux, werdet ihr auf GitHub umgeleitet, ihr müsst euch dann die passende Pinocchio-Variante raussuchen. Mit App-Image-Endung ist das zum Beispiel für Ubuntu-Varianten, zum Beispiel auch Mint vorgesehen, mit DEB-Endung für Debian-Geschmacksrichtung. Einfach doppelklicken, zack, fertig. Ja, und ab dann arbeitet Pinocchio auf allen Betriebssystemen identisch. Beim ersten Start müsst ihr einmal auf Setup klicken und dann installiert Pinocchio grundlegendes Zeug. Das kann ein paar Minuten dauern, also nicht wundern. Ja, und dann könnt ihr losspielen. Zurück kommt ihr übrigens immer, wenn ihr auf dieses puzzlestückartige Icon da oben links klickt. Ja, und das sind dann hier oben die Featured Installationsskripte. Hier unten ist das nochmal chronologisch geordnet. Und übrigens nochmal zur Erklärung, mit den Tools selbst hat der Mensch hinter Pinocchio nichts zu tun. Cocktail Peanut baut lediglich Pinocchio und die Pinocchio Installationsskripte für die KI-Tools. Ja, und ich kann euch ja mal kurz die meiner Meinung nach interessantesten Sachen hier vorstellen, die es zurzeit gibt. Das hier ist die Stable Diffusion Web UI, auch bekannt als Automatic 1111. Ja, und Stable Diffusion ist zurzeit zweifellos der beste Open Source Text-to-Bild-Generator. Gibt es jetzt die Version SDXL, die echt ziemlich cool ist. Und ich würde sagen, Stable Diffusion ist ganz klein wenig schlechter als Midjourney, aber Midjourney ist ja auch nicht Open Source und läuft auch nicht lokal. Stable Diffusion ist auf jeden Fall viel flexibler als Midjourney. Ihr könnt damit ganz wilde Sachen machen, zum Beispiel mit ControlNet. Dazu hatte ich ja schon mal ein eigenes Video gemacht. Automatic 1111 ist ja so die Oldschool-Benutzeroberfläche von Stable Diffusion. Schön ist die nun nicht und einfach zu bedienen auch nicht. Und deshalb kann man über Pinocchio auch andere User-Interfaces installieren. Zum Beispiel das andere Extrem, Focus mit 3O, das ist dann super clean und null frickelig. Einfach eintippen, was ihr sehen wollt, zack. Oder ihr könnt auch Comfy UI über Pinocchio installieren. Das ist dann so Node-mäßig, das ist ja auch gerade schwer angesagt. Und ganz neu Illusion Diffusion. Damit könnt ihr so ganz nice optische Illusionen herstellen. Das würde auch mit anderen UIs und ControlNet gehen, aber damit geht es viel einfacher. Hier, ich habe mal das CT-Logo hier eingebaut. Könnt ihr das sehen? Wenn nicht, kneift mal die Augen zusammen oder geht ein bisschen zurück. Ja, ist cool, ne? Und falls ihr schicke QR-Codes basteln wollt, könnt ihr damit auch machen. Einfach QR-Code-Bild einladen und dann hier hinschreiben, was ihr sehen wollt. Qt Robots zum Beispiel. Und hier darf dann der Illusion Strength Regler nicht unter 2.0 eingestellt werden. Dann funktionieren die QR-Codes nämlich nicht. Aber ab 2.0 klappt es problemlos. Ja, und es gibt natürlich nicht nur Standbildzeug, sondern auch Video. Mit Face Fusion könnt ihr einfach ein Video nehmen und die Gesichter darin austauschen. Dafür braucht ihr, Achtung, nur ein einzelnes Foto. Und die Ergebnisse sind so halb gut, aber spaßig allemal. Es gibt sogar einen Webcam-Modus, in dem das Gesicht im Webcam-Live-Bild ausgetauscht werden kann. Mit Model Scope Image to Video könnt ihr aus einem einzelnen Bild ein Video machen. Die Ergebnisse sind ziemlich weird, aber auch hier auf jeden Fall spaßig. Mit Model Scope Video to Video lässt sich zum Beispiel die Bildqualität von Videos hochrechnen. Und last but not least, die Tonabteilung. AudioCraft Plus generiert nicht nur beliebige Soundeffekte, sondern auch Musik. Also hier, das soll zum Beispiel Techno-Polka sein. Mit Bark Voice Cloning oder XTTS werft ihr ein kurzes Sprachsample da drauf und könnt dann über Text-zu-Sprache mit eben dieser Stimme Sprache ausgeben. Also genau das, wofür man bei 11 Labs ein kostenpflichtiges Monatsabo braucht. Von allen von Pinocchio angebotenen Tools ist aber zurzeit RVC mein absoluter Favorit. Nur ist das leider auch in Sachen Legalität wohl das problematischste Tool. Was ihr damit machen könnt, ihr nehmt irgendein Lied, trennt Gesangs- und Instrumentenspur, das geht mit RVC übrigens auch hier in diesem Tab, und dann könnt ihr den Gesang auf der Gesangsspur von jemand anders singen lassen. Da finden sich im Netz Stimmmodelle von ungefähr allen Sängerinnen und Sängern, die man sich so vorstellen kann. Ich mache das jetzt aus rechtlichen Gründen nicht vor, aber hier auf YouTube gibt es zum Beispiel ein Video, in dem jemand Freddie Mercury Someone Like You von Adele singen lässt. Echt ziemlich gut, oder? Was meint ihr? Wenn ihr eine Band habt und gerne singt, euch eure Stimme aber nicht gut gefällt, ja, dann wisst ihr jetzt, was ihr mal ausprobieren könnt. Von mir habt ihr den Tipp aber nicht, okay? Mein Fazit. Also, Pinocchio löst ein Problem, was zumindest bei mir schon sehr oft zu Frustrationen geführt hat. Es installiert automatisch brandaktuelle KI-Tools, ohne dass man sich
mit irgendwelchen Python-Abhängigkeiten rumärgern muss. Und außerdem, das ist auch wirklich cool, ist der Kram unter Discover wirklich gut kuratiert. Man kriegt also jedenfalls, solange Cocktail Peanut diese Arbeit übernimmt, immer die coolsten, neuesten KI-Tools präsentiert, ohne dass man da selbst recherchieren muss. Also ich finde es wirklich richtig nice. Aber wichtig, Pinocchio ist Alpha-Software. Wir haben noch längst keine Beta und eine 1.0 sowieso nicht. Das heißt, das ist alles mit heißer Nadel gestrickt, alles so Cutting-Edge-Software und manchmal funktionieren Sachen einfach nicht. Also sogar häufig. Ich habe Pinocchio unter Linux, macOS und Windows laufen gehabt und ich habe auf jeder Plattform irgendwas gefunden, was nicht lief. Dafür hat es aber dann auf den jeweils anderen Plattformen geklappt. Pinocchio ist was zum Rumspielen. Das ist nicht irgendwie eine hochgradig stabile Produktivsoftware, mit der ihr euren Lebensunterhalt verdient oder so, sondern das ist was zum Rumspielen und was zum Experimentieren. Und regt euch nicht auf, wenn was nicht klappt. Wartet einfach auf die neue Version. Die kommt zurzeit spätestens nach 3 Tagen. Also, viel Spaß. Tschüss.